Check-In, One Man to Balls hier mit einer neuen Folge vom Noob zum Pro. Auf diese Folge habe ich gewartet, denn die ist wirklich wichtig für alle absoluten Noobs, die jetzt zum Rookie werden. Ich sag nur nicht guter Spieler, weil da gehört noch Teamplay und Taktik und sowas dazu. Aber heute geht es darum, wo ihr euer Aim ein bisschen gefestigt habt und wisst, wie man ungefähr sprayen sollte, wenn man sprayt. Und wo man als den ersten Schuss setzen sollte und wie man scannt. Aim, Reaktion, Hand-Augen-Koordination. Erstmal zu mir. Ich habe ja früher Battlefield 3 gespielt, auch in der ESL. Bevor ich in der ESL gespielt habe, habe ich sehr viel Deathmatch gespielt, einfach um mich darauf ein bisschen vorzubereiten. Das Ziel, das Motiv dahinter, hinter diesem Deathmatch-Gesuchte ist natürlich, du hast jedes Mal Gegner, die schnell um die Ecken kommen, du musst schnell reagieren, du musst schnell zielen, du musst on-point sein, batz, 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 du musst die alle weghauen. So. Dafür ist der Deathmatch sehr gut geeignet. Hat auch funktioniert. Hab einen guten Platz in der ESL, ja, spielt in Battlefield. Irgendwann habe ich in CSGO das Problem gehabt, als ich da eingestiegen bin, wieder das letzte Counter-Strike liegt Jahre zurück. Ich kann das alles nicht mehr kontrollieren, den Spray und so. Ich komme auf das Spiel nicht so klar. Was habe ich gemacht? Deathmatch. Hand-Augen-Koordination trainiert. Einfach immer batz, 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 Gegner, Movement, auf dem Radar gucken. Und vor allem bei Counter-Strike war es immer sehr wichtig, sich darauf zu konzentrieren, wie das Fadenkreuz zieht und wie der Spray zieht, also wie man das kontrollieren muss, um einen guten Burst abzugeben. So, also Nummer 1, ganz wichtig, Deathmatch ist das Wichtigste, was es gibt. Jetzt erstmal zur reinen Erklärung der Hand-Augen-Koordination. Ich lese jetzt mal eiskalt von Wikipedia ab. Die Visomotorik ist die Koordination von visueller Wahrnehmung, das Auge, und Bewegungsapparat, in dem Fall die Hand. Sie ist Teil der Sensormotorik und umfasst unter anderem die Augen-Hand-Koordination. Das bedeutet, du siehst einen Gegner mit dem Auge, du reagierst mit der Hand. Bumm, knallst ihn ab. Easy peasy. So, das kann man natürlich trainieren. Wenn man eine Tätigkeit öfter hintereinander macht, dann wird man natürlich besser darin, als man irgendwann ein Profi. Beispielsweise, wenn ihr Sport macht und nehmen wir mal irgendeinen Sport, Kampfsport. Kampfsport passt ganz gut. Jemand, der immer Liegestütze in seinem Training hat, ja, der wird irgendwann richtig viele Liegestütze können. Der wird aber nicht so viele Sit-Ups können wie ein Kampfsportler, der vielleicht nicht so viele Liegestütze macht, aber ab und zu Sit-Ups und sein Training abwechselt. Natürlich ist sein Training, der das ein bisschen abwechselt, ein bisschen besser, glaube ich, performance-technisch für den Körper, aber das mal nur so als Beispiel oder ein anderes Beispiel. China, Produktionsfirmen. Ihr habt irgendwelche großen Hallen in Büros, Buchhaltungshallen, wo die ganzen Damen und Herren da Zahlen eintippen, auf den Taschenrechner das Ausrechnen reinschreiben. Die Leute, die da anfangen, die können das nicht so schnell wie das, was im Fernsehen da gezeigt wird. Das ist langjähriges Training. Wenn du das ganze Zeit machst, dann hast du es irgendwann einfach drauf. Beispielsweise auch, wenn du in irgendeinem Metallindustrie Betrieb arbeitest und ständig eine Sache immer wieder machst, immer wieder mit den Händen, dann bist du irgendwann richtig schnell da drin. Genauso verhält es sich mit Ego-Shooter. Das ist die Koordination, Hand-Augen-Koordination, die Übung halt. So, nun eine kleine Geschichte. Und zwar, ich habe mit Counter-Strike angefangen. Ein guter Kumpel hat mir das nach Hause gebracht. Er hat es mir mehr oder weniger beigebracht und auch gezeigt. Und wir wollten natürlich besser werden. Counter-Strike ist ein Wettkampfspiel, das wirklich Spaß macht, wenn man halt gut da drin ist und gewinnt. Man will besser werden, man. Das zeichnet Counter-Strike auch aus. Man sieht die Fortschritte, bla bla bla. So, da gab es da mal. Natürlich guckst du immer, was kann dich besser machen in diesem Spiel. Ja? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, über dein Limit zu gehen, auf dem du jetzt bist? So, damals gab es von Mouseports, ich glaube von GoBe, ich bin mir nicht sicher, so ein Video, wo er erklärt hat, dass ihr Team da regelmäßig, also täglich irgendwie, auf den Deathmatch-Server gehen und bevor sie Serious spielen, um sich warm zu spielen, 100 Kills machen. M4, AK, AWP, also 100 Kills mit der Waffe, mit der und mit der. Wenn du das wirklich jeden Tag durchziehst und auch die Zeit dafür findest, weil ich glaube, die meisten von uns haben auch real-life-technisch ein bisschen viel zu tun, da wirst du auf jeden Fall sehr gut. Eine Zeit lang, als jünger war, habe ich das auch so durchgezogen und ich habe dann auch übertrieben gedrückt. Heute probiere ich so oft wie möglich auf dem Deathmatch oder auf dem Aim-Deathmatch-Server zu sein. Das solltet ihr auch machen.
Und dieses Warmspielen hat natürlich den Vorteil, dass man drin ist im Spiel, die Hand-Augen-Koordination läuft halt, alles ist flüssig, man trifft auch und so sollte man dann auch im besten Fall mit Matchmaking oder mit Ligaspielen anfangen, dass man vorher wenigstens ein bisschen Aim, ein bisschen rumballert. Ich persönlich mache es halt nicht mehr so als Trainingsplan, dafür habe ich gar nicht die Zeit, aber ich probiere so oft wie möglich halt ein bisschen Deathmatch zu spielen, um einfach, wenn man schon Counter-Strike so aktiv spielt wie ich, fit zu bleiben. Ja, dann macht das Spiel einfach auch mehr Spaß. So, und jetzt zum wichtigen Thema hier. Ich habe jetzt ein bisschen rumschwadroniert und zwar die Tipps, was ihr da machen könnt. Erstmal zur Waffenwahl. Wenn ihr sowas macht, also ich jetzt ganz abgesehen von diesem blöden Trainingsplan, na, solltet ihr mehrere Waffen trainieren. Also die wichtigsten: M4, AK, AWP und vielleicht Farmers. Also ich beispielsweise, ich spiele gerne die Farmers, weil die ist relativ gut im Gegensatz zur Galol. Manche Leute können lieber Galol, aber ich spiele halt die Farmers, weil M4 ist auch teuer. Und in manchen Runden, es macht halt keinen Sinn, immer irgendwie Eco-Runden zu machen als CT. Da muss man halt ein bisschen mehr Def spielen, ein bisschen mit der Farmers was drücken und dann passt es schon. Und ich rate euch auch mit der Pistole eurer Wahl, ob es jetzt die Glock ist, die USP, die P2000, egal was ihr gerne spielt, übt die. Übt die auch auf dem Deathmatch. Stellt euch selber Herausforderungen und sagt, okay, ich spiele jetzt nur die und die Pistole und ich will genauso drücken wie die anderen, die alle AK und AWP spielen. Ist schwer, aber so wird man besser. Sich selber Herausforderungen stellen. Ich beispielsweise mache das sehr oft mit der P250. Das ist meine Main-Waffe. Und um das mal zu erklären, warum ich die immer spiele: erstens hat sie eine gute Durchschlagskraft, zweitens hat sie mit 13 Schuss einen guten Munitionsvorrat. Und den Vorteil, den ich habe, ist natürlich, auf beiden Seiten kann ich diese Waffe kaufen. Das heißt, ich muss mich nicht umgewöhnen, egal ob ich jetzt CT oder Terror anfange. So, weiter die Waffenwahl. Als zweites die Map-Wahl. Das könnt ihr machen, was ihr wollt. Aim-Map, Deathmatch. Ich würde an eurer Stelle das immer so ein bisschen abwechselnd machen, weil Deathmatch ist auch sehr nahkampflastig. Das muss man auch üben. Und Aim-Map ist doch sehr weite Entfernung, On-Point-Aim, genau drauf sein und so. AWP-Maps könnt ihr auch AWP spielen oder auf dem Deathmatch-Server die AWP. Das ist sehr wichtig für Leute, die größtenteils AWP spielen. Ich rate euch aber auch, wenn ihr Rifle-Spieler seid, so wie ich, also meistens nur Sturmgewehr, übt auch die AWP, weil in manchen Situationen ist die halt wirklich geil. Und ein echter CSler, der muss schon alles so ein bisschen drauf haben, ein Allrounder sein. Ist auch, so fühlt man sich einfach am sichersten auf dem Schlachtfeld. Natürlich könnt ihr auch in so ein, ich sag mal, in so ein kleines Deathmatch-Training ein bisschen Knife-Server mit reinmachen, also dass ihr ab und zu mal ein bisschen knifen geht. Es gibt diese komischen Schweden-Server, wo Knife-Arena ist. Ich beispielsweise mache das ziemlich oft und ich habe gemerkt, wenn du Faceit oder sowas spielst, dann brauchst du das in der ersten Runde. Dann kannst du halt entscheiden, ob CT oder T. Und da sollte man schon mit dem Messer umgehen können. Ist aber mehr oder weniger nur Fun. Welche Server ich auch empfehlen kann, sind diese AM-Server. AM ist Modus, da hast du mehrere Spieler, die jeweils in einer Arena kämpfen und man kämpft sich hoch. Das sind na okay, meist ist gut, eigentlich nicht so oft. Für die meisten sind schon gute Spieler so, aber für mich sind das voll die Scrubs. Nee, es sind doch schon gute Spieler, die halt ein bisschen aimen können. Und bei der Serverwahl rate ich euch auf jeden Fall zu Alternate Attacks oder NIP. Das sind die richtig gut besuchten Server, die findet ihr auch meist ganz oben im Serverbrowser. Da sind immer die ganzen Eagles, Sheriffs und Supremes drauf und üben da ein bisschen. Und da ist das Skillniveau ein bisschen höher als bei den ganzen Valve Deathmatch Servern. Es ist immer von Vorteil, ein paar Herausforderungen anzunehmen und auch gegen bessere Spieler zu spielen, weil so fordert man sich ein bisschen, ja, so tryhardet man einfach ein bisschen. Was ich da noch zu sagen habe, also Tipps noch, wenn ihr so Deathmatch oder Aim Deathmatch spielt, tryhardet ruhig ein bisschen, ja? Setzt euch vor den PC und konzentriert euch. Wenn ihr unkonzentriert die Scheiße spielt, dann macht das nicht wirklich Sinn und dann regt ihr euch auf. Denkt gar nicht an die KD oder so, die Sports sind sowieso immer scheiße, die sind in CSGO noch, wahrscheinlich noch schlimmer als im Battlefield in diesen Deathmatch-Servern, weil die Maps so klein sind. Konzentriert euch einfach nur auf den nächsten Aim, konzentriert euch nicht auf die Statistik, das macht euch nur verrückt, konzentriert euch nur darum, wie kommt ihr am besten um die Ecke? Wie könnt ihr blitzartig den Gegner angreifen? Wie könnt ihr ihn ausspielen? Euer Movement, ganz wichtig. Und dann, wenn ihr anfangt zu schießen, wenn ihr den ersten Schuss abgibt, konzentriert euch auf euer verdammtes Crosshair. Konzentriert euch richtig drauf, wie das Crosshair runterzieht, wie müsst ihr den Recoil beherrschen und wie geht der Spray. Das ist das Einzige, was euch interessiert in dem Moment.
weil das muss man reinbekommen. Das ist so eine Gefühlssache und da muss man sich ein bisschen drauf konzentrieren und irgendwann hat man das automatisch drin, dann kann man das im Schlaf. Ich könnte euch eine Maus in die Hand drücken, während ihr gerade am Schlummern seid und ihr würdet die AK sprayen können. Easy peasy lemon squeezy. Was auch wichtig ist, ihr solltet immer auf den Radar gucken, vor allem auf Deathmatch-Servern. Das ist oft, dass viele das nicht machen und total blind da durchrennen. Ab und zu kriegt man dadurch eine bessere KD und man kriegt vor allem ein besseres Gefühl für den Radar und wie man um Ecken scannt und rumaimt und rumpeakt, was später im Matchmaking auch sehr nützlich ist. Ja, das Gameplay, was ihr hier gesehen habt, war ein spontaner Zusammenschnitt von ein paar Fun-Servern, Deathmatch-Servern, Aim-Servern, was ich einfach mal zusammengeschnitten habe, damit das passt. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und ich würde sagen, ihr geht gleich mal auf den Deathmatch-Server, wa? Und in 2 Wochen könnt ihr, oder 2 Wochen, in 3 Tagen könnt ihr ja mal unter dieses Video hier schreiben, ob ihr das Gefühl habt, besser geworden zu sein. One man to balls, over and out. Peace.